Der KSC Berlin wird präsentiert von Puschwalich Legal, Anwälte für Arbeitsrecht. Es lief zuletzt nicht rund beim Köpenicker SC. Zu einer kleinen Negativserie von 3 Pflichtspielniederlagen in Folge gesellte sich ein weiterer herber Rückschlag. Bänderanriss im linken Fuß bei Kapitän Ilona Dröger, die sich bis auf Weiteres nun mit der Zuschauerrolle anfreunden muss. Vor allem jetzt bei solchen Spielen, wo man auf jeden Fall dabei sein möchte. Und ja, es tut schon weh. Ja. Doch auch ohne ihre beste Punktesammlerin wollten die KSC-Schmetterlinge im Duell mit dem Lokalrivalen vom SC Potsdam zurück in die Erfolgsspur finden. Kurz vor Spielbeginn aber die nächste Schrecksekunde. Patricia Grohmann knickte beim Aufwärmen um, entschied sich aber gegen ihren Ex-Club mit bandagiertem Knöchel auf die Zähne zu beißen. Und die Gastgeberinnen zeigten sich von Beginn an hellwach, setzten die Gäste aus Potsdam unter Druck. Barbara Duarte mit der 6:3 Führung für das KSC-Team, das sich einen knappen Vorteil auch in der Folge erhalten konnte. Vor allem Maja Burasa wusste dabei in Durchgang 1 die Lücke im Angriff zu schließen und punktete regelmäßig wie hier zum 15:13. Ilona Dröger konnte mit ihrer Mannschaft bis hierhin zufrieden sein. Was folgte, war aber eine enge Schlussphase, in der die Schmetterlinge sogar in Rückstand gerieten, zu guter Letzt aber die Oberhand behielten. Lucy Smutner vollendete per Block zum 27:25. Die verhinderte Führungsspielerin wusste um die Bedeutung der Satzführung. Die Mädels sind sehr motiviert und das freut mich ja, dass es so gut angefangen hat für sie und dass sie trotz kleiner Schwäche mittendrin trotzdem für sich den Satz gewonnen haben. Also das freut mich sehr und das gibt auch, denke ich schon, einen Schub nach vorne. Ja. Zu Beginn des zweiten Durchgangs lief es aus Sicht von Dröger und des KSC-Teams zunächst trotzdem nicht wie gewünscht. Mit einem 8:12 Rückstand startete man, doch der Siegeswille war den Schmetterlingen anzusehen. Spätestens nach dem Ausgleich zum 15:15 echte Derby-Stimmung, sowohl auf dem Feld als auch auf der Tribüne. Wenig später Satzball für die Köpenickerin und tatsächlich die 2:0 Satzführung durch Grohmann. Der Jubel natürlich auch bei Ilona Dröger, die ein schnelles Ende der Partie aber noch nicht so recht herbeireden wollte. Ja, ich mag das überhaupt nicht aussprechen. Immer wenn man das ausspricht, geht das in die Hose. Deswegen, ich lasse mich überraschen, aber ich denke schon, dass wir es schaffen. Keine 20 Minuten später sah es ganz danach aus, dass der KSC einen deutlichen 3:0 Erfolg feiert. Das Comeback der Hämmerlinghölle zum Greifen nah, als erneut Duarte für die 18:16 Führung sorgte. Doch mit einem Mal lief nicht mehr viel zusammen im Spiel der Berlinerinnen. Probleme in der Annahme ließen die Gäste wieder ins Spiel kommen und den dritten Satz mit 25:20 an die Potsdamerinnen gehen. Die Mama der KSC-Familie blieb am Spielfeldrand aber optimistisch. Mit 3:0 kann auch verlieren 3:2, deswegen, also das Gefahr ist immer da, aber ich glaube an unsere Mädels, wir sind heute besser und wir zeigen jetzt, dass wir das zu Ende bringen können. Der vierte Durchgang dann erwartungsgemäß umkämpft und ausgeglichen. Nayara Felix brachte den KSC zur ersten technischen Auszeit mit 8:7 in Führung. Nach einem kurzzeitigen Rückstand zur Satzmitte gehörte die Endphase in Satz 4 dem Team von Trainer Ferrer Coutinho. Eine 5-Punkte-Serie brachte die vorentscheidende Wende. Kurz darauf markierte Grohmann das 20:18 und ebnete damit den Weg zum folgenden Satzball beim Stand von 24:22. Nach dem Aufschlag von Smutner wird der Angriffsversuch des SC Potsdam ebenso abgewehrt wie die anschließende Möglichkeit für Pia Riedel. Doch der Fehler von Nikolina Jelic besiegelte den Derby-Sieg des Köpenicker SC. Vor allem für die ehemalige Potsdamerin Patricia Grohmann ein emotionaler Sieg. Ich habe all meine Nerven zusammengenommen und habe gesagt, mit meinem Adrenalin und mit einer Schmerztablette, jetzt spiele ich und heute ist mein Tag und ich will das Spiel mit meinen Mädels hier gewinnen heute. Und während Nayara Felix bei ihrer Premieren-MVP-Medaille in der Bundesliga ihr Glück kaum fassen konnte, dachte Kapitän Ilona Dröger bereits an ihr Comeback in der Trainingshalle. Ich hoffe, dass ich im Januar schon zum Training kommen kann. Ich glaube, bis dahin wird nichts sein. Nächste Woche habe ich Termin wieder beim Arzt und dann sagt er mir ein bisschen mehr, wie das weitergeht. Für den Rest des Teams geht der Blick zunächst noch in Richtung Stuttgart, wo man am nächsten Samstag die letzte Partie des Jahres 2012 absolviert. Danach darf man in jedem Fall als Derby-Sieger in die Feiertage gehen.